Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Hospital, ja, der Krankenhaussimulation. Unsere, wir lassen die Zeit mal ein bisschen vorlaufen bis zum nächsten Morgen. Den haben wir nämlich jetzt und wir machen mal hier ein bisschen langsamer. So, haben beim letzten Mal ja fast die 20 Patienten behandelt, müssen 2000 Dollar Gewinn machen in der Notaufnahme und haben hier so ein kleines... eine Abstellkammer gebaut, doch ein weiteres Ärztezimmer, wo Dr. Homer arbeitet. Da ist er schon. Dr. Homer. Ja. Und da kommen auch die anderen Personen. Und dann wird hier gleich geöffnet. Und wir heißen die ersten neuen Patienten herzlich willkommen. Ja, auf jeden Fall Aufgabe ist jetzt erstmal, die 20 Patienten zu heilen. Wir haben hier... mehr Patienten, die mit dazukommen. Bonusaufgaben haben wir noch hinterlegt. Die sind nun 20, die 10, das heißt 30 Patienten müssen wir behandeln. Spulen wir fix vor hier. Bis die ersten Patienten kommen. Na komm. So, Krankenhaus ist geöffnet. Und jetzt kommen gleich die ersten Patienten hier rein. Wir haben alle da. Beziehungsweise fast alle da. Dr. Homer ist da, ja, anwesend. Frau Dr. Sarah Vogt und, wo ist denn hier die Kollegin? Frau Mary Brown, ist sie noch nicht da? Nee, noch nicht, okay. Vielleicht kommt sie ja noch. Ich hoffe es für sie. So, da kommt der erste Patient, das ist die Frau Linda Vogler. Mal sehen, was sie so hat. Und wie vermisse ich hier Frau Doktore? Ach, Frau Oberärztin, die fängt erst um 9 an, ja? Mhm. So, direkt erster aufgerufen. So, gerade hingesetzt und los geht's. Komm, ab. So, der Kollege setzt sich auch hin, wird direkt auch aufgerufen. Und der nächste. Wo ist denn die Mary Brown jetzt? Hat die verpennt oder was? Mit zur Pünktlichkeit hat die das nicht, ne? Direkt Abmahnblock rausholen hier. Wo ist die denn? Ich finde die nicht. So. Ach. Da ist schön, dass sie auch mal da ist. Ist ja schön. Dass sie auch mal irgendwann kommt hier. Aha. Toll. Haben sie verschlafen oder was? Weiter kündigen. Abteilung wählen. Okay. So, einen Patienten haben wir schon geheilt. Mal gucken, wie schnell voll hier das Wartezimmer wird. Wir springen mal ein bisschen vor. Boah, guck mal, ist schon ganz schön geöffnet hier. So, zwei Patienten geheilt. Boah, guck mal, wie voll das hier wird. Vielleicht sollten wir nochmal so einen kleinen Empfang hinbauen, wa? So, 7 Leute. Wir haben noch nicht mal Mittag. So. Ja, zum Mittag haben wir gleich 10 Patienten geheilt. 20 müssen wir heilen. Na komm, wir sollen mal ein bisschen Gas geben hier. So, 10 haben wir geheilt. Wir haben gerade Mittag. Schon heftig, ne? Also 13. So, 15. So. Wir kommen unser Ziel auf jeden Fall näher. 16 Patienten geheilt. Ja, hier spielt man kurz solitär, ne? Ist auch gehandelt. 17 Patienten geheilt. Dr. Homer hat schon 1, 2, 3. Boah, guckt euch das mal an hier. Ist ja eine Machine. So, gleich haben wir die Aufgabe erfüllt. Und da bin ich mal gespannt. Oh, sitzen immer noch so viele Leute hier im Wartezimmer. Wie sind die so drauf? Oh, Nagelpilz hat er. Ist ja lecker.
Lecker Nagelpilz. So. Spul mal kurz vor hier. Wenn das so irgendwie schaffen wir jetzt hier, bis 18 Uhr die Patienten halt zu behandeln. So, 18 haben wir. 19. Und Dr. Homer macht die 20 voll. Macht er? Mal gucken hier. So, 30 Patienten zu behandeln. Das ist schon heftig. Jo, Auftrag abgeschlossen. Wir haben es geschafft. Wir haben ein zusätzliches Geld. Wir haben zusätzliches Geld bekommen. Jetzt müssen wir 30 Patienten pro Tag behandeln. Puh, das ist natürlich auch richtig heftig. Ich glaube, wir brauchen nur noch eine Arztpraxis, ne? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich denke, mit einer weiteren Arztpraxis würden wir auf jeden Fall klarkommen. Das ist schon ganz schön heftig, ne? Kann ich denn schon irgendwas Neues bauen? Mal gucken hier. Wir könnten ja hier vorne so einen kleinen Eingangsbereich bauen. So einen Empfang. So, warte mal. Wie groß muss der Empfang denn sein? 3x3. Den können wir ja hier so. Den Empfang bauen. Der Rest, machen wir da. So, warte mal. So, fehlende Ausstattung, ja, das ist klar. Empfang. Jetzt gehen wir mal auf. Hier drauf. So. Jetzt sieht man ab wieder nicht. Wir sollten hier mal so ein anderen Boden bauen. 3x3 war das, ne? Ah, guck mal. Sieht doch schon viel, viel, viel besser aus. Und hier können wir auch gleich noch ein bisschen was anderes machen. So, jetzt haben wir es mal hier. Nein. Das. So, was brauchen wir denn da? Wir brauchen einmal brauchen wir einen Rezeptionstisch. Mit einem I drauf, das ist schon mal nicht so verkehrt. Dann hier so ein paar Ecken. Ich würde sagen, das wird mal so machen hier. Hört sich schon mal gut aus. Brauchen wir auf jeden Fall PCs. Eins. Mal so drei PCs. Dann hier so ein Bürostuhl am besten. Eins. Zwei. Drei. So. Jeden Fall Drucker. Ah, nee. Falsch. Nein. Jetzt hier. Ach so. Geht nicht anders, oder was? So. Wollte ich eigentlich nicht, aber naja, läuft. So. Bürostuhl. Papierablage. Dann brauchen wir vielleicht einen Schrank mit Schubladen. Kann schon mal nicht schaden. Darüber vielleicht hier so ein Hängeschrank. Schrank mit Türen. So, ne? Cool. Hier so ein kleines Küchending. Vielleicht noch hier so ein Aktenschrank. Ja. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch hier so ein paar. So Wartestühle oder was? Was ist das?
Ja, so drei Stück, ne? Ja, falls immer mal mehrere reinkommen. So. Ist der Empfang fertig oder was? Das sieht doch mal gut aus. Vielleicht bauen wir den Empfang noch ein bisschen breiter. Dass wir hier noch hier so, dass wir hier komplett den Empfang bauen und dann hier noch so ein paar Wartesitze machen. Wie ging das denn nochmal? Da Empfang. Guck mal. Das heißt, das können wir nämlich hier so schön. So, jetzt haben wir hier den ganzen Empfangsbereich. Und bauen jetzt hier noch so ein paar Bänke hin. Da kann man dann nämlich auch noch warten. Da kommt hier noch so ein Wasserspender hin. Dann noch vielleicht hier so ein Snackautomat hier oben. Nochmal hier so ein. Anderer Wartebereich. Mülleimer vielleicht noch. Packe ich den hier hin? Den können wir mal hier hinpacken. Hat auf jeden Fall irgendwas. So. Schwarzer Boden. Ich weiß nicht, ob das aussieht. Mal gucken hier. Hier so eine Art Wartebereich. Dass man das hier vielleicht schwarz macht, ne? Hatte ich mir so gedacht. Vier mal zwei, ne? Gucken wir mal, wie das aussieht. Hat was, ne? So ein bisschen abgesetzt. So. Irgendwie sieht das so ein bisschen anders aus, ne? Damit man hier so einen kleinen abgesperrten Bereich hat. Ja, hat was. So, jetzt brauchen wir hier noch Personal. Und zwar brauchen wir jetzt einmal hier eine Rezeptionistin. Toll. Können wir nicht einstellen, weil wir keine Rezeptionistin haben. Ah, super. Jetzt können wir, haben wir hier was Tolles gebaut und können es noch nicht mal nutzen. Das ist ja super. Super klasse. Deswegen können wir noch ein bisschen hier. Hier um die optischen Sachen kümmern. Ja, schön. So, auf jeden Fall haben wir wie viel Gehalt? 22. Noch 2 Stunden Zeit. Müssen wir mal gucken am nächsten Tag. Ich glaube mal nicht, dass wir die 30 noch. Oh doch, guck mal, 25 gleich. 25. Eine Stunde haben wir noch. 26. 28. Wie viel habe ich denn da noch drin? 1, 2. Jo, das könnte klappen. Vielleicht handeln wir den auch noch ab. Das wäre natürlich toll. So, wir haben noch 20 Minuten. Wie weit ist der Dr. Homer hier? Boah, guck mal, wie viele Patienten der behandelt hat. Oha. Der ist auch beim. Der ist jetzt auch fast. Oh, der ist fertig. So, 29. Und er hier? Oder sie hier? Ach, der ist auch schon hier. Betäubungssalbe. Quasi kurz vor fertig. So, der soll mal ein bisschen schneller behandeln. Och nee, das kann nicht sein, oder? Das dauert zu lange. Mist. Ich glaube, der wird noch abgeschlossen, ja?
glaube, den schließe ich nur ab. Dann habe ich die 30 fertig. Yo! Und nochmal 20.000. Oh, guck mal, wie viel Geld ich jetzt habe. Das sieht echt gut aus, Leute. Wieder ein Tag rum hier im Krankenhaus. Ich guck mal, ob ich hier jetzt mittlerweile Rezeptionistin einstellen kann. Nein. Kann man es nicht irgendwie... Ach da, man kann hier noch was... Suche Bewerber gegen Gebühr. Mhm. Das hat mich jetzt Geld gekostet. Toll. So, Rezeptionist. Toll. Ach so, man kann das hier sogar einstellen. Hm. Na komm, stimme den ein. Stimme die ein. Die hier. Und stimme die hier ein. So, jetzt haben wir dreimal drei Rezeptionistinnen für den nächsten Tag. Ach nee, sitzen schon da. Eigentlich hätte man es anders machen müssen, den Herrn in der Mitte. So, Leute. Ja, haben wir mal wieder geschafft hier. Ich würde sagen, vielleicht hier oben noch so einen kleinen Pausenraum einrichten. Für unser Personal. Ja, auf jeden Fall macht das echt viel Spaß hier, das Spiel. Ich weiß nicht, da wie es euch geht, aber... Mir macht das richtig Spaß und ich finde das auch hier, dieser Detailgrad, ne, mit den Behandlungen von Krankheiten und so weiter. Wer ist das denn hier? Oh, der ist noch hier am... Der wird noch behandelt, oder was? So. Aha. Wird der gleich noch aufgerufen? Jo. Oder auch nicht. Nee, der geht nach Hause. Ja, auf jeden Fall, nicht verkehrt. Wieso wird mir denn hier unten jetzt in der Aufnahme... Hä? Dingens angezeigt hier. So, einen konnten wir nicht behandeln. Das war dann 31 Patienten. Hm. Okay. Egal. So, gleich gehen die wieder alle nach Hause. Und ich würde sagen... Wir belassen es erstmal dabei, haben jetzt den Empfang gebaut hier, haben die zwei Herausforderungen abgeschlossen und das alles an einem Tag. Ich denke, es war ein erfolgreicher Tag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.